Wie kommen wir am besten vom Flughafen nach Pattaya? Hierzu benutzen wir am besten den Busservice im Flughafen. Das ist die günstigste und einfachste Möglichkeit, um nach Pattaya zu kommen. Hierzu gehen wir einfach nach Level 1, Gate 8. Wenn wir ankommen, fahren wir dann runter mit dem Fahrstuhl oder mit der Rolltreppe, wie gesagt nach Level 1, Gate 8. Dort sind dann die ganzen Reiseshops oder die Busstation-Shops. Da kann man dann an den Schalter für die Fahrt nach Pattaya gehen und ein Ticket buchen. Das Ticket kostet ungefähr 143 Baht pro Person, also ist relativ übersichtlich. Die Fahrt dauert so circa 2 Stunden. Und der Service, der läuft eigentlich jede Stunde. Also ich sag mal, von 7 Uhr bis 21 Uhr fährt er stündlich vom Flughafen ab nach Pattaya. Jetzt fährt über die Seite Airport Pattaya Bus, fährt der Bus wohl bis nach Yomchen Bus Station. Dort kann man dann aussteigen und je nachdem, wo man dann hin will, nach Yomchen oder halt nach Pattaya, auch mit dem Taxi dann weiterfahren oder mit diesen Sammeltaxis, die dort anbieten. Oder man kann auch unten am Flughafen direkt sagen, dass man zur nördlichen Busstation in Pattaya will, also die Northern Bus Station in Pattaya. Dann ist man natürlich, wenn man dann in Pattaya Zentrum aussteigen will, relativ nah dran. Das funktioniert dann so, man kauft das Ticket im Flughafen, kriegt dann ein Ticket, geht dann halt zu seinem, also man wartet dann am Rand, irgendwann wird man dann aufgerufen, dass es losgeht, dann geht man mit dem Ticket zu dem Bus, gibt das Ticket ab und steigt ein. Ja, und dann fährt man 2 Stunden und kommt dann halt dementsprechend, wie gesagt, an der nördlichen Busstation in Pattaya oder halt an der Yomchen Bus Station. Und von dort aus geht es dann weiter mit diesen Sammeltaxis. Ja, da muss man dann halt sagen, wo man hin will und dann macht man den Preis mit denen vor Ort aus. Ist aber auch alles bezahlbar. Und die Reise vom Flughafen nach Pattaya kostet, wie gesagt, auch nur 143 Baht, was jetzt auch wirklich sehr günstig ist. Als kleinen Tipp kann ich noch sagen, wenn man in den Bus einsteigt, dann sollte man sich irgendwie einen Schal mitnehmen oder irgendwie was, ein Hemd, um sich vielleicht zuzudecken, weil oft kommt es vor, dass man mit Bussen fährt, die stark klimatisiert sind. Also das kann schon recht kühl werden. Das sollte man nicht unterschätzen. Also muss nicht so sein, ich habe auch schon alles erlebt, also Busse, die gut klimatisiert waren, aber ich habe auch schon Busse erlebt, die eiskalt waren. Ja, da kam ich mir vor wie eine Eistruhe. Also da muss man auch drauf achten, nur als kleiner Hinweis. Ja, ansonsten ist das halt die beste Option, die man hat. Und wenn man zurück will, also zum Beispiel von Pattaya wieder wieder zum Flughafen, dann sollte man direkt vor Ort an der Busstation, wo man ankommt, bevor man das Sammeltaxi nimmt, sofort am besten das Rückfahrticket buchen, dann hat man das schon mal. Dann kann man später, wenn man in seinem Hotel ist, einfach dem Taxifahrer sagen, fahr mich zur nördlichen Busstation oder zur Yomchen Busstation und dann hat man schon sein Ticket und kann dann da einsteigen. Man kann das Ganze auch online buchen, wenn man will, das geht wohl auch schon im Vorfeld. Und zwar gibt es da die Seite airportpattayabus.com und Bell Travel Service, also die gehören zusammen. Also die nennen sich Bell Travel Service, das sind die im Flughafen den Service anbieten. Da kann man sich dann auch nochmal erkundigen über Abfahrtzeiten und so weiter. Ja, das ist auf jeden Fall die optimalste Möglichkeit, um nach Pattaya zu kommen.